So, Junge, Pause vorbei. Jetzt schon? So streng als Michael heute. Ich wollte meiner Mutter noch eine Nachricht schreiben. Ja, deiner Mutter, ist klar, ne? Schnell, hier müssen Sie hin, bitte. Ja, wir kommen sofort. Moment. Komm, vielleicht können wir helfen. Bitte schnell. Kommen Sie mit. Wir sind von der Kripo Ried-Stehler. Können wir helfen? Tag. Oh, das ist gut. Je mehr, desto besser. Meine Enkelin Annemarie, die ist seit gefühlter Ewigkeit im Badezimmer eingesperrt. Die gibt keinen Mucks von sich. Ich habe so Angst, dass ihr was zugestoßen ist. Okay, wir kommen mit. Kommen Sie. Annemarie, wende dich doch! Kommen Sie! Lassen Sie mich ran! Kommen Sie her, bitte! Machen Sie bitte schnell! Ja, ich hab was dabei! Bitte beeilen Sie sich! Ja. Oh Gott! Warten Sie, lassen Sie die Männer vor! Hallo, Paulmann vom Rettungsdienst, hören Sie mich? Max bewusstlos in der Badewanne, wir müssen Sie rausheben! Was ist denn nur passiert? Ich hätte aufpassen müssen. Warum habe ich nicht eher reagiert? Ganz ruhig. Die Kleine ist doch erst 15. Ganz ruhig. Lebt sie noch? Puls ist flach. Wir müssen schnell ins Krankenhaus. Ich hole meine Tasche. Ich will mitfahren. Alex. Könnte sie einen Stromschlag bekommen haben? Könnte gut sein mit dem Kabel. Guck mal, das ist wohl das letzte Bild, was sie sich angeschaut hat. So ein Foto in dem Alter? Vielleicht hat sie das ja gar nicht freiwillig gemacht. Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Ja, Philipp, das ist ein minderjähriges Mädchen. Das müssen wir überprüfen. Ich bringe das Handy sofort Sina. Die soll mal checken, ob sie noch irgendwas retten kann hier. Okay, alles klar. Dann begleite ich Frau Gruber ins Krankenhaus, ja? Ich hoffe, die Kleine schafft das. Die Kleine hat echt Glück gehabt. Normalerweise reicht schon die Berührung mit dem nassen Finger und so ein Schlag kann tödlich enden. Das Handy ist im Übrigen kaputt. Ein paar Daten habe ich aber noch retten können. Okay, was für Daten? Leider noch mehr beunruhigende Fotos. Hier, schau mal. Okay, das ist dann wohl ihre Freundin. Vermutlich. Ja, und wo kommen die Fotos her? Die Bilder habe ich in Annemaries Sammlung gefunden. Ich vermute, dass die selber gemacht haben. Oh, Scheiße. Die Bilder sind schon im Umlauf. Philipp, ich habe die beiden auf einer Kinderpornoseite gefunden. Oh nein, wie krank. Scheiße. Kann ich mal? Ja, klar. Sag mal, kannst du herausfinden, wer die hochgeladen hat? Ich bin gerade dabei. Ich check nur noch schnell Annemaries Chatverläufe. Vielleicht finde ich da etwas. Okay, ich glaube, ich hab was. Stark, Sina. Okay, Jessica schreibt, naja, meinst du, wir sollten diesem Typen echt noch mal Fotos schicken? Annemarie antwortet, wir haben doch gar keine andere Wahl. Der hat uns doch schon in der Hand wegen der ersten paar Fotos. Ich bin mir sicher, dass es sich hier um einen Fall von Cybergrooming handelt. Da hat sich irgend so ein Perverse das Vertrauen der Mädels erschlichen, sie dazu animiert, solche Bilder von sich zu machen und zu schicken. Und jetzt erpresst er sie damit. Und die Mädchen wissen sich nicht weiterzuhelfen, als immer weiterzumachen. In der Hoffnung, dass es irgendwann mal aufhört. Tut es aber nicht. Ich glaube, ich habe hier noch was. Lukas Vogt. Der steckt da auch irgendwie mit drin. Sie erzählt ihm von den Bildern und er warnt sie noch davor, was man alles mit den Bildern im Internet anstellen könnte. Ah, du meinst, du solltest wirklich aufpassen, was man mit solchen Bildern alles machen kann. Das könnte man auch als Drohung verstehen. Könnte man auf jeden Fall, ja. Ich versuche aber erst noch ein bisschen mehr über den anderen Typen herauszufinden, über den sich die Mädchen unterhalten. Sehr gut, Sina, wirklich guter Job. Ich schnapp mir Alex und fahr zur Oma des Mädchens, ja? Vielleicht kann die uns irgendwas zu den neuen Erkenntnissen sagen. Alles klar, Philipp. Danke, Sina. Bis später. Bis später. Luise, was ist passiert? Ich habe versucht, dich zu erreichen, aber ich habe mein Ladekabel wohl im Hotel vergessen. Mein Handy ist tot. Entschuldigung, das ist meine Tochter Luise. Wir sind von der Kripo. Rietz, mein Kollege Herr Stehler. Es tut uns sehr leid. Ihre Tochter hat in der Badewanne einen Stromschlag erlitten. Oh Gott. Annemarie liegt im Schwabinger Krankenhaus. Ihr Zustand ist sehr kritisch. Ich muss zu meiner Tochter. Warten Sie noch kurz. Wir würden Ihnen gerne noch was zeigen. Nehmen Sie bitte noch mal Platz. Okay. Unsere Kollegin
hat auf dem Handy von Annemarie diese Fotos gefunden. Kennen Sie die Fotos? Nein. Nein, solche Fotos würde Annemarie nie freiwillig von sich machen. Nie. Niemals. Also mal, kennen Sie das andere Mädchen? Ja, natürlich. Das ist Jessica Hahn, Annemaries beste Freundin. Ein gewisser Lukas Vogt wusste auch von den Bildern. Sagt Ihnen der was? Lukas, das ist der Ex-Freund von Annemarie. Ich war von Anfang an dagegen, dass sich meine Tochter mit einem 22-Jährigen getroffen hat. Sie ist jetzt 15 Jahre alt. So, jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss jetzt ins Krankenhaus zu meiner Tochter. Woher kannten die beiden sich? Lukas hat Annemarie Gitarrenunterricht gegeben. Er war Musiklehrer und hat auch im Musikgeschäft gearbeitet. Ich habe immer versucht, ihr die Beziehung auszureden, aber die war so verknallt, die hat ihn vergöttert. Da kam ich nicht, ich hatte keine Chance. Ja, dann werden wir dem einen Besuch abstatten. Guten Tag. Hallo. Hallo, kleinen Augenblick, ich bin gleich da. Ja. Philipp, gut, dass du bei der Polizei gelandet bist. Warum? Sag jetzt nicht, du hast es nicht erkannt. Das klingt wie das Original, Mann. Das Original wovon? Lass gut sein. So, hallo, kann ich irgendwie helfen? Ja, wir möchten gerne mit Lukas Vogt sprechen. Ist er da? Ja, der ist da drüben. Der hat gerade eine Schule. Und ja, ist dringend. Spielst du hier noch zweimal? Wächst rüber zu G-Dur? Aber ich bin mir sicher, du kriegst das bald hin. Ich meine, bist ja nicht nur hübsch, ne, sondern hast auch Talent. Ich glaube, da geht's nicht nur um Musik. Willst du mal probieren? Entschuldigung, wir müssen die Stunde leider unterbrechen. Wir müssen dringend mit Ihrem Lehrer sprechen. Wer sind Sie denn? Kripo, Rietz Stehler. Hallo. Was wollen Sie von mir? Sagt Ihnen der Name Annemarie Gruber etwas? Ja, ist meine Ex. Okay. Und kennen Sie diese Bilder? Nö. Falls Sie doch irgendwas mit diesen Bildern zu tun haben, dann haben Sie sich strafbar gemacht. Das Mädchen ist minderjährig. Ganz abgesehen von der Drohung, die Sie ihr geschickt haben. Drohung? Ich habe niemanden gedroht. Ich wollte Sie nur warnen. Ach, also kennen Sie die Bilder ja doch. Super, sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Waren Sie sauer, weil Annemarie nicht mehr mit Ihnen schlafen wollte? Wollten Sie sich dafür rächen, indem Sie diese Fotos veröffentlichen? Nein. Also, nein. Was denn jetzt? Wollten Sie Annemarie mit den Bildern erpressen, ja oder nein? Nein. Ich habe Anne nie um solche Fotos gebeten und ich habe sie auch nicht damit erpresst. Ja, aber Sie kennen die Fotos doch. Woher denn? Hat Annemarie sie Ihnen geschickt? Oder waren Sie vielleicht sogar derjenige, der sie gemacht hat? Ich habe diese Fotos nicht gemacht und ich habe sie auch nicht von Anne. Von wem denn dann? Raus mit der Sprache jetzt. Bringt alles nichts. Die Mutter Ihrer Ex-Freundin wird sowieso eine Anzeige gegen Sie erstatten. Komm, Philipp, wir gehen. Warten Sie! Ich bin über einen Typen aus dem Netz auf die Fotos gestoßen. Wir kennen uns aus so einem Chatroom für Online-Games und so. Weil jeder heutzutage abhängt. Und weiter? Der hat mir in Chat einen Link geschickt und der hat mich auf so eine Pornoseite geführt. Da waren die Fotos von Annemarie. Aber ich schwöre, ich kenne den Typen nicht, ich kenne seinen Namen nicht, nur seinen Usernamen. Dann schreiben Sie uns mal den Usernamen auf. Und den Link braucht man natürlich auch. Brauche ich nicht. XP16. Und der Link? Der Link funktioniert nicht mehr. Ich meine, die Seite ist so oder so schon weg. Also haben Sie noch mal probiert, auf die Seite raufzukommen, ja? Wie hieß denn diese Porno-Plattform? Weiß ich nicht mehr. Ja. Warum wundert mich das nicht? Herr Vogt, Sie hören von uns. Wiedersehen. Philipp, ich würde sagen, du fährst zu Sina und dann versuch dir mal was über diesen XP16 rauszukriegen. Dann red ich mal mit dieser Jessica Hahn. Vielleicht bringt uns das weiter. Okay, machen wir so. Wiedersehen. Frau Hahn, meine Kollegen und ich vermuten, dass Ihre Tochter und Annemarie Gruber Opfer von Cybergrooming geworden sind. Das verstehe ich nicht. Cybergrooming, was ist das? Das bedeutet, dass Täter ganz gezielt im Internet Kontakt zu Jugendlichen und Kindern aufnehmen und sie dann zu sexuellen Handlungen zwingen. Sie machen dabei auch Fotos. Oh.
Jessie, Mama, hast du dir nichts gesagt? Aus Angst und Scham. Die Täter erpressen ihre Opfer auch oft mit diesen Fotos. Sie drohen damit, sie zu veröffentlichen. Habe ich recht? Wenn im Netz jemand nach sehr intimen Informationen fragt, womöglich sogar nach der Handynummer, dann sollte man wirklich misstrauisch werden. Und sich am besten jemanden anvertrauen. Je früher, umso besser. Damit man den Täter fassen kann. Jessica, ich weiß, das ist jetzt hart für dich. Aber du musst mir alles erzählen, was du weißt über diesen Kerl. Ansonsten macht er das auch noch mit anderen Mädchen. Verstehst du das? Annemarie wollte Lukas eifersüchtig machen, nachdem er mit dir Schluss gemacht hat. Und nur deswegen hat sie überhaupt mit diesem Cosimo gechattet. Sie hat Lukas dann geschrieben, dass schon jemand anders auf sie steht. Wir kennen den Nachrichtenverlauf von Annemarie und Lukas. Aber worüber hat sie mit diesem Cosimo gechattet? Weißt du das? Am Anfang war er eigentlich total nett zu ihr. Er hat ihr sehr viele Komplimente gemacht. Aber irgendwann wollte er dann, dass Annemarie und ich uns ausziehen und anfassen. Habt ihr auch mal per Videokontakt mit ihm gehabt? Hast du sein Gesicht gesehen? Nein, wir haben sein Gesicht nicht gesehen. Er wollte zuerst nur die Fotos. Wir haben uns nichts dabei gedacht. Jessie, das ist nicht deine Schuld. Das war sehr, sehr mutig von dir. Dankeschön. Wenn Sie möchten, können Sie gerne nach Hause gehen. Wir melden uns dann. Wie kalkuliert und Skrupellosität am Netz vorgehen. Ja, im Internet sind Sie anonym. Da können Sie Ihren unzähligen Opfern machen. Tschüss. Bis eins von Ihnen halt zusagt und mitmacht. Jungs, wir sollten uns Annemaries Laptop besorgen. Vielleicht finden wir da noch was drauf. Alles klar, Alex.